Ja, ich wollte dann Gras mähen jetzt, ne? Genau. Ich müsste Gras mähen, tatsächlich. Für den Mixfeeder. Ich möchte mal hier vorbei. Danke, 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 danke schön. Jetzt sowas von nichts werden. Ja. Naja, bis dahin sah es eigentlich nicht schlecht aus. Und dann hat er doch wieder versagt. So. Zap. Wo stehen die Mähwerke? Oha. Nee, Mix wieder. Okay. Party hat da draußen irgendwo bei irgendjemandem. Feuerwerk oder was? Nee, nee. Irgendjemand meint, Musik hören zu müssen für die ganze Nachbarschaft. Der Lautstärke. Auf der gesamten Lautstärke. Lass mich hier durch. Servus, hi nach, herzlich willkommen. Ja, das ist jetzt halt die Frage, was du machen möchtest. Möchtest du streamen und so eine Scherze? Oder möchtest du was für YouTube aufnehmen? Und ja, wie viel Geld willst du investieren? Und da ist schon kann man schon einiges zusammenrechnen. So, ich müsste jetzt hier links runter, ne? Genau. Erstmal hier raus, durch den Busch durch und dann links runter. Wow. Kann ich die Karte wiederherstellen? Irgendwo draufdrücken, wo ich die Karte jetzt nicht mehr sehen kann und so. Du kannst mit 9, meinst du die Minikarte unten links? Ja. Dann drück mal Escape. Ja, klar, dann steht das da, Anzeige, aber das ist alles an. Bitte? Das ist alles an, die Einstellung. Bei der Karte hast du an? Ja. Achso, ist dein gesamtes HUD vielleicht aus? Kann sein, aber was muss ich denn dafür machen, dass es wieder angeht? O drücken. Ja. Oh, jetzt hänge ich fest hier. Also wenn das mit dem HUD ist, dann ist das auf jeden Fall O drücken. Aber hier mir ist O drücken fallen ablassen, deswegen kommt da nichts. Achso. Irgendjemand hat hier schon rumgemäht. Naja, ja, auch egal. Ich glaube, doppelt gemoppelt hält besser. Ey, hör auf den Zaun zu vergewaltigen. Und Witz. Okay, also ich und Werner, beziehungsweise alle, eigentlich alle von Burning Gamers, die auf YouTube was hochladen, nehmen das mit Bandicam auf. Also das ist unser Aufnahmeprogramm schlechthin. Da gibt es dann noch einige Codecs, mit denen du rumspielen kannst. Ich weiß gerade leider auswendig nicht, welches Codec wir einsetzen. Musst aber da mal in dem Zusammenhang nach Lossless Codecs suchen. Da gibt es vergleichsweise viele. Und da gibt es auch unterschiedlich gute vor allem. So, dann brauchst du mächtig Speicherplatz. Weil je nachdem, was für ein Codec du aufnimmst, brauchst du
Ja, also ungefähr 15 Minuten LS aufnehmen ist bei uns gut und gerne mal 60 bis 80 Gigabyte pro Folge pro Material, was da rauskommt. Und dementsprechend brauchst du halt mächtig Plattenplatz. Und wenn du ein Codec nimmst, was Werner halt vorher hatte, bevor er das jetzt auf das Neue umgestiegen ist, da waren seine Videos mal eben doppelt und dreimal so groß. Also da musst du halt schon aufpassen. So. Ja. Genau, Bandicam, das ist so zum Aufnehmen. Codec musst du halt beachten, aber die Codecs sind meistens kostenlos, das ist kein Problem. Was mache ich mit der Sicht? Verstehe ich nicht. Ich schaue mich um. Bandicam kostet was, ja. Bandicam kostet um 20 Euro, 30 Euro, glaube ich. Aber das ist halt schon recht gut, das Programm. Da kannst du sehr viel einstellen. Und ich würde sagen, das ist schon wirklich ein sehr gutes Programm, Bandicam. Aber das verstehe ich hier wirklich nicht. Da hat jemand gemäht und einfach so aufgehört. Das ist ganz merkwürdig. Aber ich bin gerade nicht bei der Sache. Hast du den Vierkant? Ja, bitte? Wie lange spielt er eigentlich schon auf der Map? Keine Ahnung. Ein paar Stunden sind da bestimmt schon drauf. Weil ich glaube, der MB-Trag, den hatten wir von Anfang an. Warte, das kann man vielleicht da auslesen. Der MB-Trag hat 62 Arbeitsstunden. Ich glaube, den hatten wir so ziemlich von Anfang an gehabt, ja. Okay, danke. Bitte, bitte. Jo, ich bin, glaube ich, mit beiden Pressen, also beiden Wickeln jetzt fertig. Okay, dann kannst du mit dem Schwader zu der dieser Stelle unter der BGA kommen. Unter der BGA? Nicht unter der BGA, unter 46. Der Kuhweide. Ja, unter der 46. Unter der 46. Ich komme aus... Ja, ich habe keinen Akzent, das ist einfach... Einfach so von 20.000 Leuten zusammengesammelt. Aus NRW komme ich tatsächlich, ja, doch. Das mit dem Hintergrund, das ist der Greenscreen-Geschichte, da musst du dir auch am besten mal einiges durchlesen. Es ist auch gar nicht mal so einfach, das Ganze da richtig einzustellen. Und ich glaube, ich mache das auch nicht richtig. Von daher bin ich auch manchmal mehr ausgeleuchtet, mehr orange und dann doch wieder nicht. Und dann, da muss man halt auch mächtig aufpassen, wie man das macht. Meinst du mich jetzt, Ben? Was für eine Seitenkonsole. Meine Tastatur ist halt da unten. Und ich muss da vorbeigucken. Weil das Mikro und das alles im Weg ist. Der Werner ist wieder da. Ach ja. Nee, ich hab keine Lenkrad. Nee. Hardcore-Pipe. Was für ein Ding? Kennst du nicht Hardcore-Pipe? Kennt er wieder nicht, ne? Ach, der Werner.
Ist das auch aus einem Schwarz-Weiß-Film? Nee. Werner, kennst du. Was für eine Musik hörst du eigentlich, Werner? Alles Mögliche, außer Schlager und Volksmusik. Volksmusik? Okay, magst du keine Volksmusik? Nee. Okay. Warum? Oh, ist einfach nicht mein Ding. Bist du nicht stolz? Österreicher kennen Volksmusik. Würde ich gerade sagen, bist du nicht stolz auf dein Volk? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ja. Wie? Was hat das eine? Hä? Hä? Das heißt doch nicht umsonst Volksmusik. Ja, da verstehst du was falsch, Leo. Okay, gut, mag sein. Irgendwie, ja. Ist ja wahrscheinlich, ne? Kann sein, das ja, kann sein. Wenn ich das jetzt mache. Lass mal das einfach mal so stehen. Ach, Werner. Wir lassen das unkommentiert einfach stehen, wissen aber alle, dass das krass ist. Dass das Werner ein netter Mensch ist. Ja, und dass du ein Kacknob bist. Nein! Achso, ich muss ganz kurz noch was machen. Jo, haust du rein. User was kicked out of your das channel. War, danke. Ich weiß zwar nicht warum, aber verdient hat er es bestimmt. Er hat es verdient, ja. User joined your channel. Er weiß warum. Was? Die Muschi? Ja, genau. Siehst du, ich hab gewusst, er weiß warum. Ricola. Servus, hi nach, herzlich willkommen. Das ist natürlich sehr cool. Lass mal Werbung im fremden Channel machen. Das ist eine gute Idee, ne? Ohne zu fragen, ist immer eine coole Sache. Lass mal alle dahin gehen und haten. Oh, er wurde gehatet, okay. Habt ihr ihn gebannt? Ich habe fünf Meldungen da, dass er gebannt wurde. Irgendwer war da noch da. Läuft bei ihm. Boxer is already banned in his room. 4-mal. War nicht so sein Tag, glaube ich. Ja, ich glaube, er hat sich das auch besser vorgestellt. Kurz und knapp. Ach ja. Oh, ganze 2 Zuschauer hat er. Ich meine, wenn man das fragen würde, und kann ich mal hier, ne, ich mache da großartige LS-Projekte, ich möchte mal meinen Twitch-Kanal hier teilen. Bin ich der Letzte, der sagt, nö. Naja, es geht ums Fragen. Es geht ums Fragen. Aber einfach mal so reinposten ist es, naja. Machen die meisten. Naja. So. Ich sag nur GTX 750 Ti. 750 verstehe ich nicht. Verstehe ich. So was arbeitet er. Boxe. Oha, die Qualität des Streams ist ja auch sehr hochwertig. Einwandfrei bei mir. Ben schreibt erstmal rein, Lusche. Läuft bei Ben. Erstmal haten. Ja, das sind nur Ben und ich drauf. Achso, an ihm hat er gemeint, der was aber der Typ. Genau. Richtig. Das war ein bisschen laut. Dennis? Kannst du so nicht sagen. Wow, bin ich toll. Ja, auch das kannst du nicht sagen. Ich will Motor starten und sehe, dass mein USB-Stick nicht im PC drin ist. Ich würde es nochmal versuchen. Der USB-Stick, der Schlüssel zum Motor? Ja. Okay, cool. Was für ein Ding? Ja, das ist so als Schlüssel. Ich kenne das, dass du USB-Sticks als Schlüssel verwenden kannst für den Rechner. Vielleicht hat er das als Schlüssel für sein LKW. Ah! Was nicht alles gibt. Ja. Frage nur, willst du den USB-Stick umdrehen? Hä? Neues da. Einen sogenannten Dongle. Da ist eine Software drauf, die beim Einstecken automatisch ausgelesen wird und dann deinen PC zum Beispiel entsperrt. Richtig! Sehr langweilig. Was gibt es? Ist überhaupt nicht langweilig, weil ohne den Dongle kommst du nicht rein. Genau deswegen ist es langweilig. Irgendwas gerade.